Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu, unsere vielgeliebte Mutter. Liebe Brüder und Schwestern, 10 Leprakranke werden von Jesus geheilt. Er schickt sie zu den Priestern, damit sie überprüft werden, ob sie dann wirklich auch geheilt sind. Unterwegs sind sie geheilt, werden sie geheilt. Ein Mann, der geht nicht zu den Priestern, er kommt zu Jesus zurück. Er fällt nieder und er bedankt sich bei Jesus und er preist Gott. Was ist denn jetzt richtig zu tun? Sehr oft, liebe Brüder und Schwestern, handeln wir richtig. Wir tun nach dem Gesetz, so wie diese 9 Männer, die nicht zurückkommen zu Jesus. Sie gehen und sie lassen es überprüfen, aber sie kommen nicht mehr zu Jesus zurück. Wie oft geschieht es denn, dass auch wir Gutes erfahren von Gott und nicht zurückkommen? Und Jesus sagt zu diesem Samariter, wahrhaftig, dein Glaube hat dir geholfen, als er zurückkommt und Gott dankt. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir Gott danken, in den kleineren und in den größeren Dingen unseres Lebens, dann werden wir wachsen. Unser Glaube, unser Vertrauen in Gott wird noch mehr aufgebaut und wir werden wachsen, auch als Zeugen seiner Liebe. Und möge er uns dazu segnen, neu mit seiner Liebe erfüllen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Uns allen einen gesegneten Tag.